Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Brick Fun Time. Und heute schauen wir uns das Lego Star Wars Magazin Ausgabe Nummer 94 an und zudem der Polybag mit der Nummer 30654. Warum schauen wir uns beides an? Ich glaube, man sieht es auf dem ersten Blick. Es geht um das Extra, was in dem Magazin Nummer 94 anbei ist. Und zwar ist das ein X-Wing mit 57 Steinen. Das ganze Magazin hat gekostet 4,99 € und bekommen auch noch eine limitierte Karte dazu. Und zwar die Nummer 23, Boba Fett. Die hatte ich heute im Briefkasten, dank des Abos, 2 Tage früher als im normalen Handel. Und auf der anderen Seite haben wir den Polybag, der halt für 3,99 € erschienen ist. Also sprich 1 € günstiger als das Magazin selbst. Und die beiden möchte ich gleich auch noch einmal vergleichen. Aber zuerst würde ich sagen, schauen wir uns das Magazin in Ruhe an. Das Magazin, Ausgabe Nummer 94. Wer meine Videos kennt, weiß, ich überblätter oder versuche so gut wie es geht, die Rätsel und Comics einfach zu überspringen. Ich möchte euch halt den Spaß nicht vorab nehmen. Wenn wir einmal aufschlagen, sehen wir halt nochmal das extra Inhaltsverzeichnis, die Poster und halt nochmal ein bisschen Werbung. Und dann springen wir auch direkt mal auf die beiden Poster, die dabei liegen. Das ist auf der einen Seite das Imperium braucht dich und Darth Vader abgebildet. Im Hintergrund noch den Todesstern und ein paar Fighter noch. Und auf der anderen Seite haben wir den besten Kopfgeldjäger der Galaxie. In dem Fall auch. Beide wieder richtig cool gemacht. Dann kommen wir... Dann kommen wir wieder zur Fanpost und Umfrage, wo wir halt wieder Gewinnspiele haben. Ich mag halt diese, dass Kinder ihre Zeichnungen da echt einsenden können und die abgedruckt werden. Finde ich halt echt cool. Sollten sie eigentlich bei jeder Themenwelt an Magazinen rausbringen. Gewinnspiel. Diesmal auch wieder mit Einsendeschluss. Manchmal haben wir ja, dass nur die ersten 100 dran teilnehmen können. Finde ich ein bisschen blöd gemacht. Da werden eindeutig die Leute mit Abo bevorzugt, weil sie die Zeitschriften in der Regel 2 bis 3 Tage früher haben. Und dann kommen wir zur letzten Seite. Also vorletzten Seite, dann sehen wir, was in der nächsten Ausgabe gibt, die am 22. April erscheint. Da haben wir Obi-Wan Kenobi mit einem Wendegesicht und einem Haarteil extra gibt es auch noch dazu. Und vielleicht täusche ich mich, aber dieser Obi-Wan Kenobi kommt mir sehr bekannt vor. Ich verlinke euch am Ende mal ein Video, dann könnt ihr einfach mal selbst entscheiden, ob ich mich täusche oder ob es wirklich derselbe ist. Das war das Magazin. Hat einmal schnell überflogen. Auf jeden Fall an sich wieder Comic-Rätsel. Ich schaue mir sie natürlich auch an. Machen halt echt Spaß und die Comics sind halt wie immer lustig gestaltet. Dann würde ich sagen, kommen wir nun zum Polybag und natürlich dem Extra in dieser Ausgabe. Bei dem hatten wir 57 Steine und bei ihm haben wir 87 Teile. Den gibt es für 3,99 € und den gibt es halt 4,99 € als Extra in unserem Magazin. Ich baue sie mal schnell auf und dann schauen wir uns ihn in Ruhe an. Und so sehen dann beide fertig aufgebaut aus. Wir haben zur rechten Hand haben wir das Polybag, die 30654. Die kam mit 87 Steinen und wir haben eine Gebrauchsanweisung dabei gehabt mit insgesamt 14 Schritten. Und links haben wir das Extra aus dem Lego Star Wars Magazin, Ausgabe Nummer 94, 57 Steine. Und da haben wir im Heft selbst 2 Seiten und insgesamt 10 Bauabschnitte. Ich würde es jetzt persönlich ein bisschen unfair finden, die beiden zu vergleichen, also welches besser ist. Weil sie sind beide auf jeden Fall cool. Man sieht halt ganz klar, es ist jeweils ein X-Wing. Der aus dem Magazin extra, der hat halt vorne noch eine gelbe Spitze. Rechts an sich, er ist halt ein bisschen länger, auch ein bisschen bulliger von den Flügeln her. Halt beide, kann man die Flügel ein- und ausklappen. Zwar nicht runter. Wie gesagt, er ist halt etwas spartanischer, besonders an den Flügeln gebaut. Aber auch hier ein- und ausklappbar, die Flügel sehen halt beide echt cool aus. Gucken, ob wir es eingefangen bekommen. Also hier
Kollege aus dem Polybag ist ein Stückchen länger. Oder auch, wie gesagt, an sich, man sieht es ein bisschen breiter gebaut, ein bisschen bulliger, sage ich einfach mal. Was ich wirklich schade finde, sind beides X-Wing. Es steht halt nicht speziell, dass es jetzt Luke seiner ist. Und dennoch haben wir hier vorne, wo dann malerweise R2-D2 sitzt, jetzt beim Luke Starfighter. Das ist einfach nur ein runder Stein in Silber gehalten. Und da gibt es bei der Nummer 75329 ist zum Beispiel auch ein X-Wing dabei. Da ist halt speziell Luke's X-Wing. Und da sehen wir, da ist halt nicht so ein Penüpel, sondern das ist eine runde Fliese, die sogar bedruckt ist. In dem Fall R2-D2. Hätte ich halt echt cool gefunden, hätten sie das für diese beiden auch gemacht. Ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich finde beide cool. Sehen auf jeden Fall wirklich beide richtig klasse aus. Mich persönlich wird aber auch eure Meinung über diese beiden X-Wings interessieren. Welchen findet ihr besser oder sagt ihr auch, hey, die sind beide cool? Ich persönlich finde beide cool und habe mir auch beide gekauft und bin auch echt froh drum. Aber eure Meinung interessiert mich auch. Darum schreibt sie mir einfach mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, auch von dem gesamten Magazin. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wer es noch nicht getan hat, kann diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Horgi.